Karikaturen sind eine Art Belohnung. Wer keine Nachrichten verfolgt, versteht sie nicht. Wir Karikaturisten sehen, was andere nicht sehen. Das ist sehr schwierig, politische Karikaturen immer so komisch zu machen, wie man selber das haben möchte. Und das ist eigentlich das einzige große Problem, vor dem ich jeden Tag stehe. Anscheinend wird von uns erwartet, ständig die gesetzten Grenzen der Zeitung, der Regeln des Anstands und der politischen Korrektheit zu überschreiten. Die Trennlinie hat sich ziemlich aufgelöst und wurde weggefegt durch die technischen Möglichkeiten, die jetzt jeder hat. Man kann jeden kritisieren, aber es gibt Grenzen und die darf man nicht überschreiten. Ich spotte nicht über die Religion, sondern darüber, wie manche Politiker die Religion zur Manipulation der Menschen nutzen. Kritik ist die Seele der Karikatur. Aber im Iran ist man schon allein als Karikaturist in Gefahr. Als die Welt heute erwachte, gab es noch mehr Kämpfe, unter anderem in Indonesien, Indien, Afghanistan. Das ist nun schon der 12. Tag und all das wegen der Veröffentlichung von Karikaturen, die viele Muslime als extrem beleidigend empfinden. Bilder vom Propheten Mohammed mit einem bombenförmigen Turban, das ist schon sehr beleidigend. Daran erkennen wir, dass wir sehr genau unterscheiden müssen zwischen der Pressefreiheit und dem Respekt vor anderen Religionen. Ich schreibe Mohammed. Das ist kein Porträt. Ich schreibe nur. Ich schreibe weiter wie zur Strafe. Ich darf Mohammed nicht zeichnen. Wieder und wieder. Ich darf Mohammed nicht zeichnen. Daraus entsteht ein Gesicht. Ein Typ mit Bart. Er kann auch einen Turban aufhaben. Und weil ich gerade zeichne, fällt mir ein, ich könnte ja einen Bleistift zeichnen. Ach ja, der Bleistift lässt sich verlängern. Dann haben wir ein kleines Minarett. Und dann kann ich noch einen Bärtigen zeichnen, der von dem Minarett herabsieht. Wonach hält er Ausschau? Auf meine Zeichnung. Der Bärtige oben ist derselbe wie der, den er anschaut. Ich sagte dann, schreib bloß nicht runter, das sei ein Porträt von. Ich wollte keinen Ärger. Viele Leser meinten, das sei ein Porträt von Leonardo da Vinci. Da habe ich mir gesagt, das soll mir recht sein. Dem Zeichner muss klar sein, dass er eventuell mehrmals monatlich als antisemitisch, antichristlich oder anti-islamisch beschimpft wird. Und diese Karikatur ist eine Reaktion auf Verbote. Wir von Cartooning for Peace wollen Verbote umgehen. Und hier ist mir das gelungen. Die Mohammed-Karikaturen wurden ja benutzt, um wirklich einen Dauerbrand draus zu machen. Im Grunde genommen war das eine beschränkte, auf Dänemark beschränkte kleine Geschichte, aber sie wurde
von interessierten Moslems so breit getreten und zum Politikum gemacht, dass nichts anderes reagieren, dass die nicht anders reagieren konnten. Die meisten Muslime wissen ja gar nicht, was eine Karikatur ist, um die Leute aufzuhetzen. Also das war eine Geschichte, die schon ein bisschen zeigt, dass alle Mittel recht sind. Selbst die Karikatur als ein Mittel zum gegenseitigen Kampf, zum ideologischen Kampf zu benutzen. Was für mich eine neue Geschichte war, denn ich habe noch nie gehört, dass Karikaturen so politisch wirken, direkt wirken, wie diese Mohammed-Karikaturen. Ich musste sofort an das Bild von Magritte denken, das zum belgischen Kulturerbe gehört. Der Titel sagt schon alles, der Verrat der Bilder. Auch da ging es um etwas Verbotenes. Als diese Mohammed-Karikaturen auftauchten, habe ich einen amerikanischen Soldaten in Guantanamo gezeichnet, der einem Islamisten ein verdecktes Bild vorhält und sagt, rede oder ich zeig dir einen Propheten mit Knollennase. Es gehört eben zu unserem Beruf, die Dinge ins Lächerliche zu ziehen und zu fragen, warum müsst ihr denn bei diesen Geschichten so stur sein? Denn eine Karikatur ohne Komik funktioniert nicht. So haben wir auch in Krisenzeiten immer noch ein Auge für das Witzige und das Lächerliche. Das ist sehr wichtig für die Karikatur, gerade für die politische Karikatur, finde ich. Es gibt eine Karikatur von mir über das Fußballspiel Deutschland-Griechenland. Die Leute wussten nicht, dass ich auf der Seite der Griechen stehe. Der Witz besteht darin, dass 11 deutschen Spielern nur 5 griechische gegenüberstehen, die fragen, ob der Gegner ihnen nicht ein paar leihen könnte. Griechenland hatte ja verlangt, dem Land etwas zu leihen. Das war nicht frei erfunden. Aber auf Facebook wurde ich dafür von den Griechen fast gelyncht. Natürlich haben sie das Recht auf ihren Stolz. Aber sie haben die Karikatur ernst genommen und mir vorgeworfen, das griechische Volk zu verspotten. Ich halte mich für jemanden, der Widerstand leistet. Aber mit vielen Karikaturen zu internationalen Themen kann ich nichts anfangen. Sie ergreifen keine Partei, sie sind nicht mal komisch. Sie sollen offensichtlich auf allgemeine Zustimmung stoßen. Aber bei Karikaturen darf das nicht sein. Selbstzensur in der Karikatur gibt es, seit es Karikaturen gibt, glaube ich, macht man ganz automatisch. Es ist eine Schere, die man im Kopf hat. Und geht mir genauso. Ich weiß genau, welche Themen ich nicht anrühren darf oder nicht in einer bestimmten Art anrühren darf oder bezeichnen darf. Insofern sind alle Karikaturen. Wenn sich heute jemand vor den Kopf gestoßen fühlt, etwa ein Grieche, den mein Gespött über die Armut verletzt, oder ein Jude oder sonst wer, der etwas für ihn Schockierendes sieht, dann schaut er, ob es den anderen genauso geht. Und sobald sich 2 oder 3 finden, sagt er, das gehört verboten. Früher hieß es, wenn dich das schockiert, dann schau nicht hin. Nach dem Muster der Zigarettenpackungen mit dem Aufdruck Vorsicht, Rauchen ist tödlich, steht bald auch auf Zeitungen Vorsicht, auf Seite 5 schockierender Inhalt für Behinderte, auf Seite 7 für Muslime, auf Seite 9 für Juden und so weiter. Dazu kann ich nur sagen, wenn ihr etwas ungenießbar findet, schaut nicht hin, aber verbietet es nicht. Deshalb haben wir Cartooning for Peace gegründet. Unser erstes Treffen, das 2006 gemeinsam mit Kofi Annan stattfand, stand unter dem Motto Intoleranz verlernen. Bei uns sammeln sich Karikaturisten aus dem Nahen Osten, Israelis, Palästinenser und so weiter. Darüber hinaus bieten wir eine Plattform für Zeichner aus aller Welt. Wenn sich jemand intolerant zeigt, gleich welcher Religion, ob im Vatikan oder sonst wo, ist das unser Fall. Wir befassen uns mit jedem Diktator, ob er in Kuba sitzt, in Venezuela, im Iran oder in China. Das ist unsere Aufgabe.
Manchmal kann ich meine Meinung äußern, obwohl ich in den besetzten Gebieten lebe, aber das hat Grenzen. Und manchmal sind die Grenzen so starr und unüberwindlich, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt und seine freie Meinung gar nicht erst äußert. Ich bekam die israelische Zensur zu spüren, als ich anfing, für die Zeitung Al-Quds zu arbeiten. Jede Karikatur musste damals von der Zensur der Militärbehörden genehmigt werden. Sie haben alles überprüft. Karikaturen, Artikel, sogar die Werbung. Israel reagierte paranoid auf die palästinensischen Medien und versuchte, zwischen den Zeilen zu lesen. Sie wissen ja, eine Karikatur hat eine stärkere Wirkung als jeder Artikel. Siedler in Hebron. Es herrschte Ausgangssperre. Und während der Ausgangssperre konnten die israelischen Siedler frei und sicher herumspazieren, während die palästinensischen Familien in ihren Häusern saßen wie im Gefängnis. Das zeigte die Karikatur und sie wurde zensiert. Wie kann ich da eine Karikatur zeichnen? Ich darf keine Siedler zeichnen. Ich darf meine Gefühle als Palästinenser nicht ausdrücken. Ich darf den Davidstern nicht zeichnen. Das war sehr schwierig. Das waren schwere Zeiten. Uns ist klar, dass es eine Doppelmoral gibt. Selbst als Linker, als Friedensaktivist, selbst wenn man gegen die Militärpolizei und die Besetzung ist, wird man unweigerlich damit konfrontiert, dass die Welt mit zweierlei Maß misst, wenn es um Israel geht. Es hängt davon ab, mit wem ich es zu tun habe. Habe ich mit einem Israeli zu tun, der zu 100% überzeugt ist, wir hätten Recht, muss ich ihm mit meiner Karikatur zeigen, wo wir falsch liegen. Habe ich mit Leuten außerhalb Israels zu tun und zeige Israels Fehler zu offen, begebe ich mich in die Gesellschaft von Menschen, mit denen ich lieber nichts zu tun haben möchte, denn ihre Kritik trifft nicht auf den Punkt. Sie kritisieren nicht im Namen der Gerechtigkeit, sie kritisieren im Rahmen einer Hasskampagne. Ich bin ein israelischer Jude. Aber wenn ich mit einer Karikatur eine religiöse Partei kritisiere und deren Vertreter in der Knesset und in wichtigen Regierungskommissionen etwas überzeichnet darstelle, dann wird das in eine Reihe mit den antisemitischen Karikaturen der Zwischenkriegszeit in der deutschen Presse wie im Stürmer gestellt. Sie waren aber auch in Frankreich, Russland oder den Vereinigten Staaten sehr verbreitet. Da geht es um den Typus mit der großen, krummen Nase, der die Welt beherrschen will. Die Nase ist in Israel ein sehr heikles Thema. Wenn ich die Rabbis ins Visier nehme, das religiöse Establishment oder die Siedler, bekomme ich garantiert einen Brief, ich sei Antisemit. Und dass wir Juden, die Juden hassen, die Allerschlimmsten seien. Wir würden dem Volk das Messer in den Rücken rammen und so weiter.
Schon eine freundlich harmlose Darstellung eines orthodoxen Rabbiners führt zu Unmut. Aber das ist etwas anderes, denn das ist kein Tabu. Darauf antworte ich, dass ich Geistliche ausschließlich im Rahmen ihrer politischen Aktivitäten karikiere und nicht im Zusammenhang mit ihrem Glauben. Ich bin nicht gläubiger und nicht praktizierender Jude. Aber wir leben immer noch in einer pluralistischen Gesellschaft, die Raum für alle Extreme bietet. Mit Karikaturen von heute wird morgen schon der Mülleimer ausgelegt. Sie werden rasch vergessen. Aber immer mal wieder erscheint eine Karikatur, die Aufsehen erregt, weil sie eine neue Sichtweise bietet oder manche Leute besonders verärgert. Wenn ein Diktator oder Fanatiker so in Rage gebracht wird, dass er bereit ist zu töten, sagt das viel aus über die Macht der Karikatur. Es zeigt, welche Wirkung Karikaturen haben können, wenn sie ins Schwarze treffen. Auf palästinensischer Seite gibt es eine indirekte Zensur durch den Einfluss und den Druck der Palästinenserführer und der Regierung. Besonders der Hamas. Als sie an die Macht kamen, reagierten sie überempfindlich. Sie wurden sehr wütend, wenn irgendeine Karikatur die Hamas kritisierte. Ich selbst erhielt eine Menge Drohungen. Als die Hamas an die Macht kam, wurde sie zur politischen Größe und war nicht mehr eine heilige muslimische Organisation. Aber ich kann mich nicht über sie lustig machen, denn ich habe das Gefühl, das ist gefährlich. Wenn eine Bombe hochgegangen ist, kann ich das nicht unterstützen. Andererseits kann ich es nicht kritisieren. You know the reason. Sie wissen, ich kann das nicht kritisieren, denn aus palästinensischer Sicht bedeutet jede Kritik an diesen Leuten eine Unterstützung Israels. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Wir waren große Briefschreiber und verzierten unsere Briefe am Rand mit Zeichnungen oder lustigen Skizzen. Wir hatten immer Spaß an so etwas. In meiner Familie spielten Politik, Zeitungen und politische Karikaturen eine große Rolle. Wir liebten Karikatur als Kunst, also fing ich damit an. Zeichnen ist unsere Sprache. Sie geht vom Auge direkt ins Gehirn und meldet, das ist die Situation. Karikaturen zeichnen ist eine einsame Tätigkeit. Martin Turner sagte einmal, das Schwierigste für einen Karikaturisten ist, seine Frau zu überzeugen, dass er arbeitet, wenn er da sitzt und aus dem Fenster starrt. Ob man über Religion Witze machen darf, da scheiden sich die Geister bis heute. Es ist auch heute noch ein heikles Thema. Ich wenigstens scheue mich davor.
Wir suchen nicht gerade nach dem, was an Muslimen oder Katholiken oder Juden zum Lachen wäre. Die meisten Zeitungen haben keine sehr hohe Meinung von ihren Lesern. Deshalb versuchen sie, wichtige Themen so einfach wie möglich zu halten. Karikaturen über Gaspreise, über Themen, die mit Filmen zu tun haben oder mit Sport. Ich finde das interessant und lustig, aber bemühe mich zugleich, etwas weiterzugehen. Wir haben Pressefreiheit, aber Pressefreiheit ist die Freiheit dessen, der die Presse besitzt. Redakteure lieben lustige Karikaturen. Redakteuren gefällt, wenn es um Tagesereignisse geht. Geht es in den Nachrichten ums Wetter, wollen sie eine Karikatur über das Wetter. Ist eine Berühmtheit gestorben, wollen sie einen gezeichneten Nachruf. Karikaturisten hassen diese Arbeit. Aber wenn gerade saure Gurkenzeit ist, dann macht man das. Ich will, dass meine Karikaturen gedruckt werden. Deshalb zeichne ich nichts, von dem ich weiß, dass die Redakteure es unangemessen finden. Wenn man für eine Zeitung arbeitet, muss man seine eigene Meinung, das eigene Werk, von der Redaktion absegnen lassen. Zeitungen sind Geschäftsunternehmen, sie wollen keine Leser verlieren, sie wollen niemanden verprellen. In den ersten Wochen nach dem 11. September wusste keiner, was er denken sollte. Niemand hatte genug Informationen, niemand wusste, was davon zu halten war. Es ist unser Job, Politiker zu kritisieren, wenn sie sich unmoralisch verhalten, wenn sie eine Politik durchsetzen wollen, die Menschen schadet. Egal, ob das nun in Krisen- oder Kriegszeiten ist. Nach meiner Überzeugung ist das nach wie vor unsere Rolle. Nach dem 11. September wurden die Karikaturen der Kollegen etwas milder, denn es war eine schwierige Zeit. Kritik an der Regierung, nachdem wir gerade angegriffen worden waren, das wollten die Leute nicht. Aber ich hatte das Gefühl, selbst in solchen Zeiten muss man seine Meinung sagen. Wenn man von etwas überzeugt ist, dann muss man auch eine scharfe Karikatur machen. Wenn ein Karikaturist Angst hat, etwas zu zeichnen, an das er glaubt, dann hat er ein Problem. Ich verstehe, warum Leute sich selbst zensieren, wenn sie Angst um ihr Leben haben, um ihre Familie, um ihren Job. Aber politische Karikaturisten haben eine Aufgabe, und da ist für Zurückhaltung kein Platz. Karikaturen sind in Verruf geraten, weil es damals einen Konsens gab. Politische Karikaturen sind ein wichtiges Spiegelbild unserer Gesellschaft. Sie sind ein großartiges Instrument, das anzeigt, was Menschen zu einer bestimmten Zeit denken. Später sickerte durch, wer als Sündenbock herhalten sollte. Und wir fanden heraus, wen wir ins Visier nehmen mussten und ob daran etwas komisch war. Natürlich war nicht viel komisch daran, aber es gab doch etwas, das ich als Ironie bezeichnen würde. Wir haben immer angeprangert, Politiker würden versuchen, einen äußeren Feind aufzubauen, vor dem wir uns in Acht nehmen müssten. Franklin Roosevelt brachte das auf den Punkt, als er sagte, das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht selbst. Das trifft es genau, und daran müssen wir die Leute von Zeit zu Zeit erinnern. Thank you.
Wo ist mein Druckbleistift? Ohne den bin ich behindert und außerdem schlecht gelaunt. Ich habe 1000 Sachen, aber nur einen Druckbleistift. Ich hatte einen europäischen Auftrag zur Problematik der Facebook-Daten. Er war klar definiert. Jugendliche, die ihre gesamte Identität im Internet preisgeben, sollen begreifen, dass diese Daten weltweit einsehbar sind. Dazu zeichnete ich eine junge Frau. Sie öffnet die Tür, da sind eine Menge Leute und sagen, wir haben erfahren, dass sie ledig sind. Die Frau sagt, das steht erst seit einer Viertelstunde auf Facebook. Um zu zeigen, dass die Besucher aus der ganzen Welt kommen, habe ich einen großen Schwarzen gezeichnet, einen kleinen Kraushaarigen, einen Marsmenschen, ein Känguru, einen Araber mit Djellaba und einen Hindu mit Turban. In einer europäischen Zeitung musste ich dann in einem hochgeistigen englischsprachigen Artikel lesen, wie kann die Europäische Kommission diese Karikatur zulassen, mit der ganze Gemeinschaften stigmatisiert werden. Entschuldigen Sie mal, aber es gibt eben Inder, die Turbane tragen. Das habe ich doch nicht erfunden. Wen verspotte ich denn damit? Was greife ich an? Soll ich den Schwarzen klein darstellen statt groß? Wenn ich zeigen will, dass jemand aus Australien kommt, zeichne ich ihn mit einem Känguru. Wo ist das Problem? Wenn ich darauf hören soll, was dieser Typ sagt, werde ich der Wirklichkeit nicht gerecht. Besteht denn die Welt nur aus schwarzen, weißen oder sonst wie gearteten Menschen? Wie soll ich denn zeigen, dass alle verschieden sind? Wenn ich sage, dass wir in einer Epoche der Ängstlichkeit leben, dann meine ich damit die Entscheidungsträger im Medienbereich. Also die Chefredakteure der Zeitungen und Fernsehsender. Das sind richtige Angsthasen. Dauernd hört man, also so kann man das nicht sagen. Natürlich bin ich einer Meinung, aber so drucken wir das nicht. Ich habe das Gefühl, dass die eher Brüder werden und vorsichtiger werden, als dass sie freier werden. Es ist aber auch so, dass die Redaktionen nicht sehr stark am Inhalt selbst interessiert sind. Man kann beobachten bei verschiedenen, auch sehr guten, sonst sehr guten Zeitungen, dass die Karikaturen eigentlich Nebensache sind, die nicht ernst genommen werden. Und dadurch entstehen auch viele schlechte Karikaturen in guten Zeitungen. Egal um welches Thema es geht, die Tabuisierung, die seit ein paar Jahren über uns hereingebrochen ist, betrifft vor allem den Humor. Immer mehr Menschen stören sich am Humor. Die Meinungsfreiheit wird ja weiterhin verteidigt. Aber sobald Humor und Spott im Spiel sind, stören sich immer mehr Menschen daran. Wir haben vielleicht den Leser verlernen lassen, den tieferen Sinn einer Karikatur zu verstehen. Sie sehen nicht mehr, was auf der zweiten, dritten oder x-ten Ebene ausgesagt wird. Heute verwechselt man Humor mit Spott. Sobald Humor im Spiel ist, entsteht beim Leser der Eindruck, dass alles lächerlich gemacht wird. Aber das stimmt nicht. Ich kann mich durchaus mit äußerst geschmacklosem und brutalem Humor zu Dingen äußern, die ich in hohem Maße respektiere. In Frankreich kann ein Karikaturist über die politische Rechte spotten. Sarkozy war ein Traumkandidat, aber bei den führenden Politikern der Linken? Da gibt es Probleme. Die Linken müssen erst daran gewöhnt werden, dass man nicht nur die Konservativen kritisieren darf. Man kann alle kritisieren.
Wir sind gewiss unabhängige Journalisten, aber das ist nicht immer leicht. Als ich angefangen habe, hat ein Chefredakteur zu mir gesagt, Karikaturen über den König von Belgien sind verboten. Ich wollte zeigen, welche Rolle der König hat und deutlich machen, wie eine Monarchie funktioniert. In Belgien hat der König keine Macht. Aber wie bei allen Monarchien glaubt das Volk fest daran, dass er über große Macht verfügt. Ich habe einen König gezeichnet, der wie jedermann Pantoffeln und einen Schlafrock trägt. Dennoch verkörpert er genauso das Land. Das ist Belgien, müde von Querelen. Die Flamen wollen eine selbstständige Zukunft und das föderale, vereinte und zweisprachige Belgien ist dem langsam überdrüssig. All das habe ich in der Person des Königs ausgedrückt. Das Volk selbst hält diese Tabus aufrecht. Ich war bei einer Ausstellung von Kroll, Marek und Wadeau. De Kroll, de Marek, de Wadeau, qui sont des dessinateurs. Alles belgische Zeichner. Da waren auch Karikaturen zum Thema Naher Osten zu sehen. Und bei einer habe ich gesagt, meine Güte, von wem ist denn das? Sie zeigte einen israelischen Soldaten, der an das Tor nach Gaza klopft und auf Deutsch fordert. Ich habe den Zeichner gefragt, bist du wahnsinnig? Das haben sie dir durchgehen lassen? Seine Antwort, ja. Ich konnte nur noch sagen, wenn ich das bei uns machen würde, wäre ich noch am selben Abend ein toter Mann. Einige meiner letztens abgelehnten Karikaturen behandelten den Nahostkonflikt. Ich hatte eine Idee, aber dachte dann, das bringt nur Ärger, ich lasse es. Aber die Aussage, der israelische Friedensprozess sei im gleichen Zustand wie Ariel Sharon, also im Koma, ist doch nicht antisemitisch. Von der Zeitung habe ich öfter gehört, wegen dieser Karikatur bekommen wir wieder Leserbriefe, es gibt Ärger mit der Botschaft und so weiter. Im Grunde ist das keine echte Zensur. Niemand sagt, du darfst das so nicht darstellen. Sie sind eher der Probleme überdrüssig. Diese Störmanöver zeigen Wirkung auf die Presse. Sie erreichen ihren Zweck. Karikaturen, die ich für meine amerikanische Agentur mache, sind besonders vorsichtig gemacht, weil die Amerikaner nämlich noch viel empfindlicher und brüder sind als die Europäer. Es betrifft also Religionsgeschichten, es betrifft Sexgeschichten ganz besonders. Und alles, was in dieser Richtung geht, das wird nicht nachgedruckt. Ich habe einmal einen Cartoon gemacht über die Sturmflut in New Orleans, Katrina. Diese Katastrophe. Und da habe ich Condoleezza Rice und George W. Bush gezeichnet. Und Bush sieht im Fernsehen einen schwarzen Amerikaner, der einen anderen Schwarzen durch die Flut im Rollstuhl schiebt. Das ist ein Foto, was es tatsächlich gab. Und Bush sagt zur Condoleezza, ach, das sind ja nur Nigger. Und da gab es bei diesem Cartoon einen riesen Aufschrei und wahnsinnig viele Empörungen in den USA. Ich hatte sie mit einem Bierkrug und einer Wurst gezeichnet und höre heute noch den Chefredakteur sagen, naja, bei ihr geht es ja noch, sie kommt vielleicht ein bisschen zu dick daher, aber dieses Deutschlandbild mit dem Bier und der Wurst... Ich meinte, na hör mal, das sind Deutsche. Ich arbeite nun mal mit Klischees. Das ist kein arrogantes Klischee und es ist kein demütigendes Klischee. Es geht auch um das Vergnügen, etwas zu machen, was man nicht machen darf. Ich weiß, so etwas geht in den USA überhaupt nicht. Ich mache die Leser zum Komplizen. Beim Humor geht es oft um heimliches Einverständnis. Ich will, dass der Leser mit mir lacht. Mir ist klar, dass ich das so nicht darstellen darf, aber es ist trotzdem komisch. Sie ist schwarz. Daraus ergibt sich das Wortspiel.
Es muss nicht immer alles intellektuell sein. Ich muss lachen, das ist alles. Auch Karikaturen, die ich selbst als dämlich bezeichnen würde, können lustig sein. Der Witz dabei ist, dass sich das nicht gehört. Man spielt mit Verboten. Das sind keine gesetzlichen Verbote, es ist eher an der Grenze zur Geschmacklosigkeit. Mehr Witz hat die Zeichnung, bei der die Zimmerfrau sagt, er wollte mir sogar einreden, er sei Sozialist. Anders gesagt, beinahe hätte ganz Frankreich das geglaubt. Das wollte ich eigentlich sagen. Während Europa so vor sich hin schlummert, wird die Karikatur immer mehr von Bildern verdrängt, die nicht stören. Diese verschlafenen Bilder führen zu verschlafenen Demokratien, die sich dann plötzlich zur Überraschung aller in Regime verwandeln, die bestimmt nichts mehr mit Demokratie zu tun haben werden. Die Aufgaben und Verpflichtungen eines Pressekarikaturisten sollten nicht überbewertet werden. Meine alltägliche Arbeit besteht nicht darin, Tabus zu brechen oder öffentlich zu machen, was sonst verschwiegen wird. Wir sind Chronisten unserer Epoche, nichts weiter. Damit will ich nicht sagen, dass Zensur und Selbstzensur gut zu heißen sind. Sie sind ernst zu nehmen, denn sie führen dazu, dass der Welt ein falsches Bild vermittelt wird. Wenn wir unsere Welt aus Angst vor Missverständnissen nicht mehr mit Humor darstellen können, leben wir in einer Scheinwelt. Wie die Presse haben auch wir die Aufgabe zu sagen, was Sache ist. Die Figur des Katers Willis entstand am 13. Januar 2011 anlässlich der letzten Rede von Ben Ali, am Tag, bevor er das Land verlassen hat. In dieser Rede versprach er uns Meinungsfreiheit sowie die Aufhebung der Zensur im Internet und in Medien, falls er im Amt bleibt. Ich nahm ihn beim Wort und machte erste Zeichnungen, zunächst für Freunde und Verwandte. Aber schon nach einer Woche hatte ich 900 Follower. Ich war völlig überrascht, welches Ausmaß das angenommen hatte. Ich machte weiter und stelle bis heute Zeichnungen auf Facebook und Twitter. Willis war nie als revolutionär gedacht. Die Figur ist aus der Revolution entstanden. Ich äußere mich frei wie alle Bürger. Wenn das revolutionär ist, bin ich es vielleicht auch. Auf jeden Fall versuche ich, meine anfängliche Spontanität und die Freiheit des Wortes und des Denkens beizubehalten. Ich verfalle nicht mehr der Selbstzensur aus Angst. Ich habe keine Angst mehr. Früher waren wir Zombies. Wir waren tot. Wir hatten einen Polizisten im Kopf, hatten Angst zu denken und Fragen zu stellen. Heute ist das anders. Plötzlich wehte ein frischer Wind und mit ihm kam die freie Meinungsäußerung. Auf einmal konnten wir alles sagen, was wir dachten.
Wir haben die Stunde genutzt und unsere Meinung gesagt, wo immer sich eine Gelegenheit bot. In sozialen Netzwerken, auf Mauern und in den Häusern des geflohenen Diktators, die nach der Plünderung offen standen. Wir konnten hineingehen und an den Wänden unsere Botschaften hinterlassen. Wir haben diese Häuser aufgesucht und uns dann mit anderem beschäftigt. Es ist gut, dass sie da sind und man sie anschauen kann und nicht vergisst. Sie erinnern uns daran, was diese Diktatur für uns bedeutet hat. Seit dem Beginn der Revolution hat sich die Situation völlig gewandelt. Früher war die Person Ben Alis sakrosankt, heute sind andere Dinge sakrosankt. An die Stelle des politischen Tabus ist ein religiöses Tabu getreten. Und das Recht auf freie Meinungsäußerung ist mittlerweile nicht mehr viel wert. Wer sie ausübt, ist praktisch vom Tode bedroht. Die Künstler dienen als Sündenböcke, um Gesetze zur Beschneidung der Freiheit zu erlassen. Es geht dabei vor allem um Verstöße gegen religiöse Werte. Wir sind dabei weitgehend uns selbst überlassen. Einerseits will sich niemand in Gefahr bringen. Andererseits wollen wir auch nicht so wie früher alles schweigend hinnehmen. Jeder ist gefährdet. Schon das Zeichnen eines Bartes ist ein Verstoß gegen religiöse Werte. Jede Form von Spott über die Partei der Islamisten ist ein Verstoß gegen religiöse Werte. Wir haben endlich unsere Freiheit erlangt. Und sie hat Menschenleben gekostet. Jetzt soll sie uns wieder genommen werden. Ich kann das nicht verstehen. Ich bin iranischer Karikaturist und Aktivist. Nach 2006 sah ich mich gezwungen, meine Karikaturen nicht mehr in Zeitungen erscheinen zu lassen, nach den Problemen, die durch die dänischen Karikaturen verursacht worden sind. Ich liebte Zeitungskarikaturen wegen ihrer Wirkung. Aber leider kennt die iranische Regierung diese Macht sehr gut. Seit es die Islamische Republik Iran gibt, also seit 33 Jahren, schränken sie die Aktivitäten von Pressekarikaturisten ein. Nach der Grünen Revolution oder der Grünen Bewegung, denn ich glaube nicht an eine Revolution im Iran, beschloss ich zu provozieren, Leute zu unterstützen, besonders die junge Generation. Ich empfand eine Art Verantwortungsgefühl. Ich sagte mir, du bist Karikaturist und Menschenrechtsaktivist, da kannst du dich nicht weiter selbst zensieren. Sie töten Menschen auf den Straßen. Hätte ich so weitergemacht, hätte ich mir das nicht verziehen.
Sie fingen an, mich zu überwachen und teilten mir mit, dass sie es taten. Die Regierung fing an, Journalisten und Aktivisten zu verhaften. Plötzlich hatten wir auf unseren Mobiltelefonen Zugang zum Internet. Damit boten sich gigantische Möglichkeiten. Und sie konnten sich nicht vorstellen, wie junge Menschen im Iran diese Möglichkeiten nutzen könnten. Sie hatten den Leuten das Internet zugänglich gemacht, um damit Geld zu verdienen. Denn alle Quellen im Internet, alle Kanäle, gehören der Regierung. Sie waren schockiert, als sie feststellten, dass die junge Generation durch das Internet ihre eigene Realität in der Welt verbreiten konnte. Sofort beschlossen sie, diesen Kanal zu schließen. Sie beschränkten den Zugang und führten eine strenge Zensur ein. Sie schlugen das Fenster zu. Das Internet ist immer noch das einzige Fenster zwischen dem Iran und der Welt. Ich beschloss zu fliehen. Der kürzeste Weg war in die französische Botschaft in Teheran. Jetzt lebe ich in Frankreich. Was kann ich in Frankreich tun als Künstler im Exil? Als Karikaturist. Ich kann mich für die Ideen einsetzen, die ich im Iran nicht verwirklichen konnte. Zum Beispiel engagiere ich mich für das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und ich engagiere mich jetzt auch gegen die Todesstrafe. Denn die Todesstrafe ist im Iran ein sehr ernstes Problem. Der Iran steht ganz oben auf der Liste der Länder, in denen Hinrichtungen vollzogen werden. Und ich habe erlebt, wie diese Strafe als Vorwand benutzt wird, um politische Aktivisten auszuschalten. Meine Situation und die freie Meinungsäußerung? Man sieht einen Mann in einem Ballon. Der Ballon ist oben voller Gas, das ihn aufsteigen lässt. Der Ballon ist eine Sprechblase. Er überquert die Grenze. Freie Meinungsäußerung ist der Schlüssel, um zu verstehen, was Freiheit bedeutet. Vielleicht müssen wir mehr nachdenken, mehr Untersuchungen anstellen und in Länder reisen, in denen das Recht eingeschränkt wird, um zu verstehen, wie wichtig das Recht auf freie Meinungsäußerung ist. Es gibt absolut keine Rechtfertigung für Drohungen und Gewalt gegen Karikaturisten. Davon bin ich überzeugt. Das soll nicht heißen, dass ich mit allem einverstanden bin, was sie zeichnen. Vielleicht ist es unglaublich beleidigend. Aber ich finde, man begibt sich da auf sehr dünnes Eis. Ich halte es für Wahnsinn, wenn jemand sagt, das darf man aber nicht zeichnen, weil es eine bestimmte Gruppe von Menschen beleidigen könnte. Denn dann kommt die nächste Gruppe und sagt, die Karikaturisten sollen das nicht zeichnen. Wohin führt das? Hier zeigt sich die Mehrdeutigkeit unserer Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Wer seine freie Meinung in einer Karikatur oder in anderer Form äußert, bekommt es mit sämtlichen Ausprägungen von Intoleranz zu tun. Karikaturisten bekommen das immer mehr zu spüren. Sie sind einem ständig wachsenden Druck ausgesetzt.
Ich spreche hier vor allem von den Karikaturisten, denn sie sind die Fußtruppe an vorderster Front. Und sie müssen als Erster den Kopf hinhalten. Auch wenn ich in einem freien Land lebe, empfinde ich es trotzdem als meine Aufgabe, die Allgemeinheit darauf hinzuweisen, dass ein bestimmter Politiker nur Phrasen drischt oder zwei andere sich nicht leiden können. Warum? Ich nutze die Freiheit, um zu sagen, dass mich dieses oder jenes amüsiert. Das ist die großartigste aller Freiheiten, auch in der Karikatur. Auch beim Zeichnen bin ich frei. Es gibt keine zwei Karikaturen von mir, die sich gleichen. Die Leser mögen zwar Ähnlichkeiten finden, aber ich nutze die Freiheiten, die mir das Zeichnen bietet. Heute eine Karikatur mit viel Text, morgen ohne jeden Text. Heute umwerfend komisch, morgen weniger. Ich mache das absichtlich so. Unser Beruf ist, wie soll ich sagen, eine Art permanente Huldigung der Freiheit. Go for it.